Puh, ich erzähle dir jetzt eine gruselige Geschichte. Es ist auch eine sehr interessante. Hi, ich bin Lilian. Ich bin in Transsilvanien geboren und aufgewachsen. Es ist berühmt für seine alten Schlösser und dunklen Legenden über Vampire. Brrr. Meine Eltern und ich lebten auf einer Farm. Ich verbrachte die meiste Zeit draußen und lernte eine Menge über Pflanzen. Ich habe sogar meine eigenen Schminkprodukte und Cremes hergestellt. Salbei plus Rosmarin ist gleich... Pickel. So habe ich gelebt, bis sich meine Eltern scheiden ließen. Ich wäre am Boden zerstört gewesen, aber um ehrlich zu sein, hatten Mom und Dad viel gestritten. Also war ich überhaupt nicht überrascht. Mom hat sich auch nicht unterkriegen lassen. Das ist unsere Chance, ein neues Leben zu beginnen. So ist es richtig, Mom. Sie hat mir erzählt, dass wir beide zu Omas Haus ziehen. Wow, verdammt ja. Oma lebte in Amerika und ich hatte immer davon geträumt, dorthin zu gehen. Meine Mutter stammte übrigens auch aus den USA, also hatte sie mir Englisch beigebracht. Ich konnte es kaum erwarten, dass wir umziehen. Aber ich war besorgt, dass ich in der neuen Schule keine neuen Freunde finden würde. Also fand ich eine Lösung und fügte einen Jungen aus der Stadt zu meinen Freunden in den sozialen Medien hinzu. Sein Name war Gordon. Wir schrieben uns tagelang Nachrichten und wurden bald Freunde. Naja, vielleicht nicht nur Freunde. Ich kann es kaum erwarten, dich zu sehen. Ich bin mir sicher, dass du im Leben noch viel schöner bist als auf den Fotos. Oh, übrigens, Gordon sah aus wie eine Art griechischer Gott. Cool, nicht wahr? Ich freute mich darauf, ihn und Oma kennenzulernen. Doch als wir ins Flugzeug stiegen, runzelte meine Mutter leicht die Stirn und sah mich ernst an. Lilian, Liebes, versprich mir, dass du dich nicht aufregst, wenn die Kinder dort, seltsame Dinge über uns sagen. Damals habe ich die Worte meiner Mutter nicht ernst genommen. Ich war zu sehr damit beschäftigt, mich auf Gordon zu freuen. Die Stadt Sweet Hill, in der meine Oma lebte, war bereit für Halloween. Ich liebte diesen Feiertag. Wow, es ist so schön hier. Schau mal, Mom, da steht, dass es auf dem Herbstmarkt einen Wettbewerb für die beste Kürbismarmelade gibt. Lass uns hingehen. Auf jeden Fall. Bald erreichten wir Omas Haus. Es stellte sich heraus, dass es direkt neben einem Friedhof lag. Hättest du Angst? Ha, ich nicht. Ich bin so froh, dass ihr hier seid. Oma lud mich auf einen Kürbislatter ein und führte mich durch das Haus. Es war riesig und alt. Getrocknete Grasbüschel hingen von der Decke und in den Regalen standen seltsame Fläschchen und ungewöhnliche Bücher. Die Fenster meines neuen Zimmers gingen auf. Tada! Den Friedhof. Was für ein Vibe, ich liebe es! Am Morgen, als ich Gordon treffen wollte, kam meine Oma auf mich zu und seufzte düster. Genau wie meine Mutter es im Flugzeug getan hatte. Lilian, Teenager können alle möglichen dummen Dinge sagen, hör nicht auf sie. Okay, ich hätte auf sie hören sollen, aber ich war zu aufgeregt wegen meines bevorstehenden Treffens mit Gordon. Wir haben uns im Stadtpark getroffen. Gordon hat seine Freunde mitgebracht. Lilian, willkommen, Sweet Hill. Ah, Gordon war so Hashtag hot. Er hat mich seinen Freunden vorgestellt. Sie haben sich alle als coole Leute herausgestellt. Naja, fast alle von ihnen. Ein Mädchen namens Nancy hielt sich eindeutig für die Königin hier und sah mich an, als wäre ich Müll. Was hast du gesagt, woher du kommst? Transsilvanien. Was? Ziehen sich dort alle an wie du? Oder bist du eine Bettlerin? Oh, ich hätte dieser Idiotin am liebsten den Mund mit Seife ausgewaschen. Zum Glück hat Gordon sich für mich eingesetzt. Nancy, sei nett zu meiner Freundin. Sie haben mich in der Stadt herumgeführt. Es hat Spaß gemacht. Bald kamen wir zu einem Haus am Rande der Stadt und sahen dort einen düsteren Typen. Sein Gesicht war von einer Kapuze verdeckt. Er saß auf dem Rasen und zeichnete etwas. Gordons Freunde fingen an, sich über ihn lustig zu machen. Hey, Spinner, ist es wahr, dass du Würmer isst? Weißt du, das ist sehr unhöflich. Der Typ heißt Chuck. Er ist ein bisschen seltsam. Er läuft nachts auf dem Friedhof herum. Wir versuchen, ihn zu meiden. Ein Windstoß wehte Chucks Kapuze weg und ich sah eine Narbe in seinem Gesicht. Unsere Blicke trafen sich für eine Sekunde. Er schaute verlegen weg und ging ins Haus. Das war seltsam, nicht wahr? Leute, lasst uns das Hexenhaus mit Eiern bewerfen. Ich hob neugierig die Augenbrauen und Gordon erklärte mir, dass es eine urbane Legende über drei Hexen gibt, die einst in der Stadt gelebt haben sollen. Sie hatten sich mit den Einheimischen angelegt. Jetzt lebte eine andere Hexe in ihrem Haus. Sie war ihre Nachfahrin. Niemand mochte sie wirklich. Ich liebte Gruselgeschichten, aber ich wollte keiner alten Dame etwas antun. Als wir ihr Haus erreichten, wurde ich fast ohnmächtig. Ich wohnte jetzt dort. Was? Wartet, das ist das Haus meiner Oma. Du
Du hättest ihre Gesichter sehen sollen. Alle wichen vor mir zurück, als hätten sie einen Geist gesehen. Ich wusste doch, dass mit dir etwas nicht stimmt. Leute, sie ist die Enkelin der Hexe. Ich knirschte mit den Zähnen. Das war so dumm. Gordon sah auch verwirrt aus, aber dann lächelte er süß und legte seine Hand auf meine Schulter. Komm schon, das ist doch nur eine dumme Horrorgeschichte. Lillian ist ein cooles Mädchen. Wir sollten keine Angst vor ihr haben. Hast du den Fluch vergessen? Wenn du mit ihr redest, bekommst du Ärger. In diesem Moment rutschte mein Rucksack von meiner Schulter und ein Notizbuch fiel heraus. Das war so ungerecht. Siehst du? Sie ist eine Hexe. Sie hat sogar ein Zauberbuch in einer seltsamen Sprache. Oh, um Himmels Willen, ich konnte mir diesen Unsinn nicht länger anhören. Das sind nur Rezepte auf Rumänisch. Ich mache gern Seife und schreibe alles auf. Halt uns nicht für dumm. Sogar Gordon wich einen Schritt zurück, als ob ich nach fauligem Fisch stinken würde. Jetzt wusste ich, wovon Oma und Mama mich gewarnt hatten. In dieser Nacht konnte ich nicht schlafen. Ich war immer noch wütend auf diese Idioten und fing an, Edgar Allan Poe zu lesen. Dann hörte ich die Haustür zuschlagen und schaute aus dem Fenster. Und weißt du, was ich sah? Meine Oma stand im Mondlicht vor dem Haus mit einem Besen in der Hand. Okay. Aber das war noch nicht alles. Ich habe auch jemanden auf dem Friedhof gesehen. Es war Chuck. Er lief zwischen den Grabsteinen umher. Interessant. Am ersten Tag an der neuen Schule lief es nicht gut. Alle scheuten vor mir zurück und tuschelten hinter meinem Rücken. Ist sie wirklich die Enkelin der Hexe? Nancy hat sie mit eigenen Augen zaubern sehen. Gott, meinten die das ernst? Meine Klassenkameraden rückten ihre Tische von meinem weg. Zu meiner Überraschung machte auch Gordon bei diesem Zirkus mit. Ich wusste nicht, dass Idiotie ansteckend ist. Und du? Ich habe versucht, ihnen keine Beachtung zu schenken. Lass sie denken, was sie wollen. In der Pause sah ich im Flur ein Plakat über eine bevorstehende Halloween-Party. Wow, das würde mich aufmuntern. Ich habe geträumt und bin versehentlich mit Chuck zusammengestoßen. Seine Kapuze fiel wieder ab. Unsere Schulbücher fielen auf den Boden und gerieten durcheinander. Wir beeilten uns, sie aufzusammeln. Sorry, mein Fehler. Unsinn, Tollpatschigkeit ist mein zweiter Vorname. Er lächelte zurück. Weißt du, seine Narbe sah gar nicht so schlimm aus. Chuck erwies sich als nett. Wir wohnten in der Nähe voneinander, also gingen wir zusammen nach Hause. Hast du mich nicht? Ich bin's gewohnt, gemieden zu werden. Oh, da sind wir schon zwei. Während wir uns unterhielten, fragte ich Chuck, was er nachts auf dem Friedhof macht. Er seufzte düster, antwortete aber. Als ich 10 war, hatte meine Mutter und ich einen Autounfall. Sie starb und ich bekam diese Narbe. Manchmal komme ich auf den Friedhof, um mit meiner Mom zu reden und zu zeichnen. Das gibt mir das Gefühl, dass sie noch bei mir ist. Oh, Chuck, es tut mir leid, das ist so traurig. Danke, du bist cool. Gordon und Nancy haben dich nicht verdient. Oh, naja, danke. Übrigens, ich dachte über meine Rezepte nach und erzählte Chuck, dass ich ein natürliches Mittel kenne, das seine Narbe weniger auffällig machen würde. Ein bisschen Kamille und Minze und schwupps, schon ist es fast magisch. Alle Zutaten sind im Haus meiner Oma. Los geht's. Chuck sah mich plötzlich stirnrunzelnd an und sagte, dass er niemals in das Hexenhaus gehen würde. Moment, hat er diesen Unsinn auch geglaubt? Und außerdem erinnert mich die Narbe an meine Mutter. Kümmer dich um deinen eigenen Kram, okay? Das hat mich wütend gemacht, weil ich ihm nur helfen wollte. Chuck entpuppte sich als Idiot genau wie der Rest von ihm. Wir stritten uns und ich kam wütend nach Hause. Ich fing an, diese blöde Stadt und alle darin zu hassen. Aber dann bemerkte ich etwas Seltsames zu Hause. Ich hörte die Stimmen meiner Mutter und Oma aus dem Keller. Was taten sie dort? Ich spähte vorsichtig hinein und sah, wie meine Mutter und meine Oma etwas in einem riesigen, blubbernden Kessel rührten. Kannst du dir das vorstellen? Was um alles in der Welt taten sie da? War alles, was die Leute über meine Familie sagten, wahr? In der Schule versuchte ich, mich von diesen dummen Gedanken abzulenken und hörte zufällig, wie Nancy über die bevorstehende Party sprach. Ich weiß nicht, welche Dekoration ich wählen soll. Es stellte sich heraus, dass sie die Party organisierte. Ich habe eine Idee. Nance, ich glaube, wir haben uns auf dem falschen Fuß erwischt. Ich weiß alles über Halloween. Lass dich mir bei der Party helfen. Geh weg von mir. Du bringst wahrscheinlich Unglück. Beruhig dich, Lillian, und zähle bis 10, bevor du diesen Snob in die Schranken weist. Aber dann hat mich Gordon überrascht. Okay, Mädels, hört auf zu streiten. Dieser Scherz ist zu weit gegangen. Ich werde Lillian nicht mehr aus dem Weg gehen. Er sah mir in die Augen und mir wurden die Knie weich. Ich war bereit, ihm alles zu verzeihen, aber Nancy wollte das natürlich nicht zulassen. Das ist deine Beerdigung, Gordy. Beschwer dich nicht, wenn du verflucht wirst. Zu meiner Überraschung und zu meinem Entsetzen hatte sie recht. Je mehr Zeit Gordon mit mir verbrachte, desto gravierender waren die Folgen für ihn. Beim Mittagessen bemerkte er eine Spinne in seinem Saft nicht und verschluckte sie versehentlich. Igitt.
Igitt, das ist ja eklig. Er setzte sich im Matheunterricht auf einen Kaugummi und zerriss seine Shorts in der Turnhalle. Das war ihm so peinlich. Es war schrecklich. Er versuchte, sich davon nicht unterkriegen zu lassen, aber als die Nähte seiner Hosentasche rissen und sein Handy herausfiel, war Gordons Geduld am Ende. Ich habe es versucht, aber die Gerüchte sind wahr. Ich habe das Handy kaputt gemacht, das mir meine Eltern erst vor einem Monat geschenkt haben. Es tut mir leid, Leni, aber ich kann nicht mit dir rumhängen. Er ließ schuldbewusst den Kopf hängen und ging. Alle in der Schule grinsten mich an, das war ärgerlich. Aber ich habe mich nicht weinen lassen. Sie würden nicht sehen, wie ich zusammenbreche. Zu Hause schlug ich wütend die Tür meines Zimmers zu. Meine Mutter und meine Oma hörten das und kamen, um mich zu fragen, ob es mir gut geht. Ich hatte versucht, sie nicht zu beunruhigen, aber in diesem Moment konnte ich nicht anders, als mit der Wahrheit herauszuplatzen. Sagt mir die Wahrheit, sind wir Hexen? Sie sahen sich gegenseitig überrascht an und lachten. Süße, wir haben dir gesagt, du sollst nicht auf dummes Geschwätz hören. Du wirst wahrscheinlich auch lachen, aber die Wahrheit war viel einfacher. Es stellte sich heraus, dass vor vielen Jahren wirklich drei Frauen in unserem Haus gelebt hatten. Sie waren Heilerinnen, aber einige unwissende Menschen nannten sie Hexen. Sie hatten tatsächlich Menschen geholfen. Oma ist in ihre Fußstapfen getreten. Auch sie behandelte die Menschen mit Volksheilmitteln, daher auch die getrockneten Pflanzen und die seltsamen Bücher im Haus. Jetzt wusste ich, von wem ich mein Talent hatte. Oh, ich habe gerade überlegt, welche Halloween-Dekoration ich verwenden soll. Als du mich mit dem Besen gesehen hast und wir haben im Keller Marmelade für das Herbstfest gemacht. Einer deiner Mitschülerinnen war wahrscheinlich eifersüchtig auf dich und hat Gordon den ganzen Ärger eingebrockt. Ich dachte darüber nach und erinnerte mich daran, dass Nancy jedes Mal bei uns war, wenn etwas Schlimmes passiert war. Sie war so eine Idiotin. Ich lächelte rachsüchtig. Es war Zeit, ihnen zu zeigen, wie echte Hexen aussehen. Am nächsten Tag kam ich in einem Hexenkostüm zur Schule. Ich ging an den Leuten vorbei, die sich vor Angst an die Wände des Flurs drückten und hielt stolz meinen Kopf hoch. Oh, ist das dein bestes Outfit? Dein Hut ist übrigens hässlich. Denkst du? Dann zieh ich ihn aus. Ich hob meinen Hut und eine Kröte sprang darunter hervor, direkt auf Nancy zu. Natürlich hatte ich sie vorher dort reingelegt. Nancy schrie und rannte weg. Ich kicherte. Igitt, ich werde Warzen bekommen! Chuck kam später auf mich zu. Du hast es ihr wirklich gezeigt. Irgendjemand musste es ja tun. Es tut mir leid. Ich hätte keine bösen Dinge über deine Oma sagen sollen. Macht nichts. Irgendwann habe ich sogar diesen Unsinn geglaubt. Es tut mir leid, dass ich über deine Narbe gesprochen habe. Da wir alles geklärt haben, willst du mit mir auf die Party gehen? Ich stimmte zu. Nicht, weil alle anderen in der Schule Angst vor mir hatten, sondern weil ich Chuck wirklich mochte. Ich habe ihm mit dem Kostüm geholfen und wir sind zur Party gegangen. Süßes oder Saures? Leider war die Party furchtbar langweilig. Keine Kostümwettbewerbe oder gruselige Dekoration. Meine Mitschüler liefen niedergeschlagen in der Halle umher und wussten nicht, was sie tun sollten. Heiliger Strohsack, Nancy hat es vermasselt. Oh, du denkst, du hättest es besser gemacht? Ich weiß es. Ich hätte eine Party geschmissen, bei der dir die Haare zu Berge stehen würden. Dann tu es. Gut. Das werde ich. Nancy hat mich herausgefordert, eine bessere Party zu schmeißen. Sie wusste nicht, mit wem sie sich anlegte. Das echte Halloween beginnt morgen. Komm zur gruseligsten Party aller Zeiten, wenn du dich traust. Sie findet statt im Hexenhaus. Alle sahen sich interessiert an, stimmten aber überraschenderweise zu. Nun, es war Zeit, alles vorzubereiten. Zu Hause erzählte ich meiner Mom und meiner Oma von meinem Plan und sie waren einverstanden, mir zu helfen. Showtime! Als meine Klassenkameraden am nächsten Abend vorbeikamen, brachte ich sie in einen dunklen Raum. Seid ihr bereit? Wir werden eine Seance abhalten und die Geister der Hexen beschwören, die hier früher gelebt haben. Alle drückten sich aufgeregt aneinander. Jemand hat sogar vor Angst geschluckt. Wir setzten uns auf den Boden und ich begann mit der Seance, wobei ich mich bemühte, einen düsteren Gesichtsausdruck zu bewahren. Im entscheidenden Moment schaltete meine Mama eine Aufnahme von Donnerschlägen ein. Sie und meine Oma sprangen Hexenkostüm heraus und erschreckten meine ahnungslosen Klassenkameraden. Wer wagt es, uns zu stören? Oma spielte so überzeugend, dass sich alle zerstreuten. Nancy hat lauter geschrien als alle anderen. Ha, das war es so wert. Ich schaltete das Licht an und alle sahen, dass der Raum für die Party bereit war. Leute, das war ein Scherz. Wir haben eine Menge Wettbewerbe und Snacks für die Party vorbereitet. Ich hätte nicht erwartet, dass es meinen Mitschülern so gut gefällt. Nancy knirschte vor Empörung mit den Zähnen und rannte weg. Du bist verrückt und alle in deiner Familie sind es auch. Alle anderen hatten eine tolle Zeit.
Wow, ein Kuchen in Form eines Skeletts. Deine Oma ist keine Hexe, sie vollbringt Wunder. Ich weiß. Am nächsten Tag begann das Herbstfest. Fast alle Bürger präsentierten ihre Kürbismarmeladen. Welche soll ich probieren? Diese oder jene? Ich beschloss einfach, beide zu probieren. Meine Mom und meine Oma haben auch an dem Wettbewerb teilgenommen. Ich war mir hundertprozentig sicher, dass unsere Marmelade gewinnen würde. Hi Lillian, ich möchte mich entschuldigen. Was für eine Wendung. Was war nur in Nancy gefahren? Ich war schrecklich zu dir. Ich liebe Aufmerksamkeit, aber seit du hier bist, haben sich alle nur um dich gekümmert. Niedlich. Wenn ich in diesem Moment hinter ihr gestanden hätte, hätte ich gesehen, wie Nancy ihre Finger gekreuzt hat. Diese Lügnerin. Aber ich habe es nicht gesehen, also... Natürlich verzeih ich dir. BFFs? Natürlich. Aber unsere Freundschaft hielt kaum eine Minute, denn gleich danach sah ich, wie Nancy etwas in unsere Marmelade tat. Wer von uns beiden war denn nun eine böse Hexe, hm? Wart's nur ab. Alle mal herhören. Nancy und ich haben uns versöhnt und sind beste Freundinnen geworden. Stimmt's, Nancy? Ja, natürlich stimmt das. Nancy wird die Erste sein, die unsere Marmelade probiert, um das zu feiern. Was? Versuch es, Nancy, für unsere Freundschaft. Komm schon, alle schauen zu. Du hättest das Gesicht der Schlange sehen sollen, als sie ihr eigenes Gift gekostet hat. Es ist köstlich, danke. Lass mich durch. Als alle lachten, rannte sie davon und sah grün aus. Dracula sei Dank hatten Mom und Oma einen weiteren Bottich mit Marmelade vorbereitet. Sie warfen die von Nancy ruinierte weg und gewannen den Wettbewerb. Du hast es Nancy wirklich gezeigt. Eure Marmelade ist die beste hier. Hast du Lust, heute Abend ins Kino zu gehen? Komm stattdessen mit mir in den Club. Immer mit der Ruhe, Leute. Ich stand vor einer Wahl. Ich mochte sowohl Chuck als auch Gordon, doch obwohl Gordon sich entschuldigt hatte, drehte er mir immer wieder den Rücken zu. Chuck war nicht sehr beliebt, aber er war von Anfang an ehrlich zu mir gewesen. Wen würdest du an meiner Stelle wählen?